Dann ja, vielen Dank für die nette Einführung und für die Vorstellung. Ich lege jetzt einfach mal direkt los, denn wir werden gleich sehen, dass wir ja einiges vorhaben. Ich spreche eben heute über unser Tool OCR for All und werde so ein bisschen zeigen, was da eben im Moment auf Drucken und Handschriften so möglich ist. Hier mal ein kurzer Abriss zu dem, was wir so vorhaben. Nach der Einleitung werden wir uns ein paar Grundlagen anschauen müssen, sage ich mal. Danach gibt es dann schon die Einführung in das Tool selbst, inklusive Live-Demo. Und dann habe ich zwei Evaluationen vorbereitet. Erstmal auf Drucken und dann eben auf Handschriften. Und am Schluss gibt es eben nochmal eine Zusammenfassung und einen entsprechenden Ausblick. Genau, erstmal zur Motivation. Wofür braucht man überhaupt sowas wie OCR, beziehungsweise ein bisschen allgemeiner gesprochen, automatische Texterkennung? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte aller Bücher, die jeweils gedruckt worden sind, gescannt sind und frei zugänglich sind. Zum einen hoffe ich, dass das stimmt. Zum anderen hoffe ich, dass es bei Handschriften vielleicht in eine ähnliche Richtung läuft. Denn prinzipiell ist es natürlich erstmal was ganz Tolles. Allerdings, das in Anführungsstrichen Problem ist eben, dass Scans erstmal eine ja, relativ eingeschränkte Nutzung erlauben. Also man kann sich die Scans ansehen. Und das war es dann tendenziell auch größtenteils schon wieder. Viel schöner wäre natürlich, wenn man noch suchen könnte, wenn man vielleicht selber etwas annotieren könnte oder wenn man eventuell auch gewisse Analyseverfahren drauf loslassen könnte. Und dafür braucht man eben nicht nur die Scans, sondern den darauf zu sehenden Text in maschinenverarbeitbarer Form. Und der soll dann natürlich auch noch ja, möglichst hochwertig, möglichst fehlerfrei sein. Genau, und man könnte jetzt natürlich alles abschreiben. Das ist allerdings wahrscheinlich nicht unbedingt gangbar und auch nicht sinnvoll aufgrund der Masse. Gott sei Dank gibt es da aber eben methodische und semiautomatische Methoden, am wichtigsten eben die Optical Character Recognition, eben OCR. Sie haben auf der ersten Folie jetzt gerade schon gemerkt, dass ich so ein bisschen bei dem OCR und automatische Texterkennung so ein bisschen rumgeeiert habe. Es geht darum, dass es hier eben auch um HTR, also die Handwritten Text Recognition, gehen soll. Und ja, da gibt es so verschiedene Ansichten, wie da das Verhältnis ist. Ich werde jetzt mal meine zum Besten geben. Ich denke, wo man sich, was relativ unstrittig ist, ist, dass die HTR eben ein paar zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt, also insgesamt die ganze Schriftschreiber und so weiter, das ist weniger regelmäßig, dadurch ist es eben auch schwieriger. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass Handschriften eben ja auch deutlich älter sein können als Drucke und dementsprechend noch mehr eventuell den materiellen Verfall ausgesetzt sind, wie man hier rechts zum Beispiel sieht. Also im Schnitt kann man, denke ich, sagen, dass Handschriften und damit eben auch die Handschriftenerkennung deutlich anspruchsvoller ist, beziehungsweise sein kann. Methodisch ist allerdings meine Meinung, ist es mit der OCR, ist es der OCR sehr ähnlich. Also es gibt immer so ein paar Abweichungen, aber zu einem großen Teil überschneidet sich das schon ganz erheblich. Genau, dann noch kurz zu den Zielen des Vortrags. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, mit wem ich es zu tun habe. Ich hoffe jetzt mal, dass Sie nicht alle absolute OCR und HCR Experten sind, denn ja, dafür habe ich den Vortrag jetzt nicht vorbereitet. Also mir geht es eigentlich eher darum, dass man so ein paar Grundlagen mitnimmt, so ein paar Grundideen, ein Gefühl für die Herausforderungen bekommt. Und ich möchte eben auch so ein bisschen dieses Verhältnis von OCR und HTR darstellen. Dann wird es natürlich um OCR for All gehen. Da möchte ich so ein bisschen ja, zeigen, dokumentieren, wie da der aktuelle Stand ist für verschiedene Anwendungsfälle. Den werden wir dann auch bewerten und es wird dann einen entsprechenden Ausblick geben, wo sich vielleicht noch was verbessern ist und was vielleicht schon ganz gut ist. Insgesamt kann man sagen, liegt der Fokus, was das Material angeht, eher auf mittelalterlichen, deutschsprachigen, literarischen Handschriften. Das liegt zum einen an dem Anwendungsfall, den ich später noch vorstellen werde. Und zum anderen, denke ich, passt es auch ganz gut zu dem Transkribaton, der quasi ja, direkt mit dem Vortrag jetzt zusammenhängt. Und das Zweite, was mir wichtig ist, ist, ich werde auf ja, so eine gewisse praktische Anwendung mich fokussieren.
Und habe also nicht vor, also ich habe mir, was heißt eigentlich nicht vor, ich habe mir kein riesiges Datenset ausgesucht und versuche jetzt durch winzige technische Optimierungen noch das letzte Zehntel an Genauigkeit rauszuholen. Das wird es also in diesem Vortrag auch nicht geben. Genau, dann geht es schon mit den OCR-Grundlagen weiter. Wie gesagt, ich spreche jetzt hier von OCR, aber prinzipiell können Sie das immer auf HTR jetzt auch übertragen. Der Workflow, das kann ein bisschen variieren, aber prinzipiell sieht er mal so aus. Es gibt vier Hauptkomponenten, vier Hauptschritte. Es gibt eine Vorverarbeitung, wo dann eben zum Beispiel binarisiert wird, also in ein Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt oder eben die Seite gerade gestellt wird. Dann gibt es einen recht anspruchsvollen Schritt, nämlich die Segmentierung, manchmal auch als Layout-Analyse bezeichnet. Da geht es eben darum, gewisse Bereiche, gewisse Strukturen auf der Seite zu erfassen, wo sind die Textregionen, wo sind die Bildregionen und so weiter. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Wichtig ist allerdings, dass man am Ende auf der Zeilenebene landet, denn das braucht der nächste Schritt, dann die eigentliche Texterkennung als Eingabe. Hier ist es tatsächlich so, dass moderne Ansätze mittlerweile nicht mehr auf Zeichenebene arbeiten, also nicht mehr sagen, okay, das ist ein E und das ist ein T, sondern auf Zeilenebene operieren und dann so eine Zeile, muss man sagen, in Anführungsstrichen, auf einmal hervorsagen. Das stimmt so nicht ganz, aber vom Prinzip her. Und das ist übrigens auch der Schritt, auf den wir uns jetzt in diesem Vortrag am meisten konzentrieren werden. Die OCR hat sich in den letzten Jahren stark verbessert, allerdings ist es trotzdem so, dass das Ergebnis eigentlich fast nie fehlerfrei ist. Deswegen gibt es ja auch noch den letzten Schritt, nämlich die Nachkorrektur, und da kann man eben ja händisch korrigieren, man kann automatische Methoden drauf loslassen oder vielleicht auch beides kombinieren. Nochmal zurück zu diesem für uns jetzt wichtigsten Schritt. Hier geht es also darum, aus den Zeilenbildern den Text zu extrahieren, und das erfolgt mittels sogenannter Modelle. Und diese Modelle müssen eben trainiert werden. Da gibt es so ein paar schöne Buzzwords, die Sie sicher schon mal gehört haben. Maschinelles Lernen, neuronale Netze, Deep Learning ist auch immer gut. Und das letztlich ist genau das, was da gemacht wird. Und das Ganze folgt also dem Lernen aus Beispielen-Paradigma. Man braucht also Trainingsbeispiele, und ein Trainingsbeispiel ist genau das, was wir hier unten sehen. Wir haben eine Bildzeile und den darin enthaltenen Text, und aus diesen Paaren kann dann eben diese Input-Output-Relation vom Modell gelernt werden. Zu den Modellen gibt es noch hier so zwei wichtige Begriffe, nämlich gemischte und werkspezifische Modelle. Der Hintergrund ist, dass Modelle prinzipiell am besten funktionieren, wenn man sie auf Daten anwendet, die den Daten, auf denen die Modelle trainiert wurden, relativ ähnlich sind oder möglichst ähnlich sind. Es gibt jetzt sogenannte gemischte Modelle. Die werden auf einer Vielzahl von Quellen, von Typen, von Handschriften, von wie auch immer trainiert und haben eben den Vorteil, dass sie relativ breit aufgestellt sind und einfach so, wie sie sind, auf neues Material angewendet werden können. Und man hat dann auch eine gewisse Chance, dass da was halbwegs Vernünftiges dabei rauskommt. Der Nachteil ist natürlich, dass sie eigentlich nie so gut sind wie spezialisiertere Modelle, eben zum Beispiel, also ich bezeichne es immer als werkspezifische Modelle. Die werden dann eben für die Erkennung eines Buches beziehungsweise der Type, in der das Buch geschrieben ist, erstellt, oder eben auch für einen Schreiber, eine Handschrift. Und die sind eben entsprechend genauer als gemischte Modelle. Der Nachteil ist aber wiederum, die müssen eben erstmal trainiert werden. Dafür braucht man Trainingsdaten. Haben wir eben gesehen, wie die erstellt werden. Das ist also ein höherer manueller Aufwand. Wichtig ist noch, dass man die beiden Ansätze, sag ich mal, auch kombinieren kann. Normalerweise beginnt man ein werksspezifisches Training nicht von null quasi, sondern man nutzt ein gemischtes Modell als Ausgangspunkt, um einfach dieses Wissen quasi schon mitzunehmen. Das werden wir später auch noch sehen. Genau, jetzt blicken wir alle durch, und ich kann jetzt mit dem Tool weitermachen, mit OCR for All. Da auch wieder erstmal zur Motivation. Es ist so, dass es tatsächlich eine ganze Menge an OCR-Software gibt, an frei verfügbarer OCR-Software, und die zum Teil tatsächlich auch sehr, sehr gut ist. Es gibt allerdings so ein paar Probleme oder Einschränkungen, wenn es durch die Anwendung durch, wir nutzen damit den Begriff, nicht technische Nutzer geht.
Also oft ist es bei der Installation schon so ein bisschen schwierig, da fehlen dann irgendwelche Abhängigkeiten oder Ähnliches. Und was eben das größte Problem ist, ist, das sind normalerweise sogenannte Kommandozeilentools, haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, da muss man dann ja in Anführungsstrichen schon so ein bisschen programmieren, sage ich mal, um das anzuwenden. Das ist, Fehler werden da nicht so wirklich vergeben, und was sich unsere Nutzer eben meistens eher wünschen würden, wäre eine grafische Benutzeroberfläche, eine GUI. Und ja, hier ist dann eben genau die Idee hinter OCR for All. Es soll eben anwendbar sein für wirklich jedermann, steckt ja auch schon im Namen. Für die Installationsproblematik haben wir uns dann, oder wegen der Installationsproblematik, haben wir uns dann für eine Containerlösung entschieden. Vielleicht haben Sie schon mal was von Docker oder zumindest von VirtualBox gehört. Da geht es also darum, dass einfach alles, alle Bestandteile des Tools gekapselt sind in einen, ja, Container eben. Und wenn man das zum Laufen bekommt, ist man fein raus. Alles andere wird dann intern geregelt. Und was hier noch ganz wichtig ist, ist das, was ich oben schon gesagt habe. Es gibt, wie gesagt, ganz viel passende Software. Und wir möchten natürlich nicht alles, das Rad jedes Mal neu erfinden sozusagen, sondern wir möchten das, was schon da ist, einfach nachnutzen. Und deswegen binden wir das eben entsprechend ein und stellen diese größtenteils dann eben Kommandozeilentools über unsere Benutzeroberfläche zur Verfügung. Kurz noch was zur, ich nenne es mal Historie. Die Ursprünge liegen also im Editionsprojekt Narragonien Digital, das jetzt vor kurzem in Würzburg zu Ende gegangen ist. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ist eine hübsche Edition geworden. Und da ging es also um eine sehr, sehr hochqualitative Erfassung von, ja, sehr alten Drucken. Und da war eben auch ein gewisser Grad an Interaktivität notwendig. Genau, ich habe gerade schon über integrierte Lösungen gesprochen. Hier mal eine Liste der aktuell Integrierten. Die sagen Ihnen vielleicht nicht unbedingt was. Ich möchte sie nur mal kurz erwähnen und was sie tun. Wir haben einmal Ocropus, was sich eben um die Vorverarbeitung kümmert und um die Zeilensegmentierung. Für die Texterkennung haben wir Calamari, wobei ich jetzt unter Texterkennung auch noch das Modelltraining und die Evaluation der Texterkennung mit einschließe. Und als letztes haben wir noch das Larex-Tool. Das wurde ursprünglich eben in diesen, für diesen Narragonien-Digital-Anwendungsfall für die interaktive Regionensegmentierung entwickelt. Mittlerweile möchte ich persönlich eigentlich gar nicht mehr, dass es dafür benutzt wird, weil ich glaube, dass man technisch eigentlich schon weiter ist bzw. weiter sein sollte, werde ich später auch noch zeigen. Da gibt es also sehr, sehr ja, sehr, sehr schöne Entwicklungen, und wenn es nach mir ginge, sollte Larex in Zukunft einfach nur noch als, ja, als Korrekturtool verwendet werden. Da ist es nämlich tatsächlich meines Erachtens extrem gut geeignet, da haben wir viel Arbeit reingesteckt. Man kann da mittlerweile eigentlich so ziemlich alles korrigieren, was beim OCR-Workflow so anfällt, Regionen und Zeilenkoordinaten, die Typen der Regionen, die Lesereihenfolge und eben auch alles, was an Text so da ist. Genau, hier das Ganze, die Grundidee vielleicht nochmal in ein Bild zusammengefasst. Wir haben hier links den offensichtlich nicht technischen Nutzer. Hier haben wir den Input, also den, die Scans, hier den maschinenverarbeitbaren Text, den wir haben möchten. Und hier passiert im Hintergrund ziemlich kompliziertes Zeug. Der Nutzer ist aber wie durch so ein, ja, wie durch so einen Film, wie durch so eine Barriere davon abgetrennt und schaut quasi wie durch so ein Fenster drauf und klickt hier lediglich in der Benutzeroberfläche rum und kommt dadurch dann hoffentlich zum Ziel. Genau, das war jetzt erstmal einiges an Informationen, deswegen machen wir jetzt mal die erste ich wechsle hier mal kurz ins Tool. Das Ganze ist also, hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen, ein also wird über den Browser aufgerufen. Ich lasse es jetzt gerade hier bei mir lokal auf meinen Rechner laufen. Man kann es aber auch auf einen, ja, Server hosten und dann eben von überall drauf zugreifen. Ich zeige jetzt einfach mal die Grundfunktionalität an zwei Anwendungsbeispielen. Das sind jetzt noch Drucke. Ich habe hier einmal einen Frakturroman aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe das Projekt mal geladen. Man sieht also hier die Seiten, man sieht hier verschiedene Workflow-Schritte. Bisher ist auch noch nichts passiert. Und jetzt kann ich hier oben ins Menü gehen und sehe dann verschiedene Module, verschiedene Schritte. Einige davon werden Sie wiedererkennen, Vorverarbeitung, Segmentierung und so weiter. Die könnte ich jetzt einzeln nacheinander
ausführen. Gerade bei so einem Frakturroman werden wir gleich noch sehen, der ist relativ simpel. Ich kann hier mal so eine kurze Vorschau einblenden lassen. Ist halt letztendlich ein Textblock. Können wir einfach automatisch durchlaufen lassen. Ich mache es mal nur für die ersten beiden Seiten. Man sieht jetzt hier die Schritte, die dann eben ausgeführt werden. Wichtig ist noch, dass, ich habe vorhin gesagt, dass wir die Tools einbinden und das größtenteils Kommandozeilen-Tools sind. Und die haben natürlich alle Parameter und können konfiguriert werden. Und das möchten wir natürlich hier weitergeben, diese Möglichkeit. Wir möchten aber andererseits auch eben die nicht-technischen Nutzer so ein bisschen vor der Komplexität schützen. Das heißt, wir unterteilen hier in Settings, mit denen man sich unbedingt mal auseinandersetzen sollte oder teilweise auch muss. Und dann gibt es hier unten noch so die Nerd-Abteilung quasi. Also wenn dann jemand so sich wirklich auskennt und das letzte bisschen rausquetschen will, der kann sich dann da unten noch austoben. Es gibt auch überall hoffentlich sinnvolle Defaults. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur eine Kleinigkeit ändern. Und zwar müssen wir angeben, mit welchem Modell wir das Ganze erkennen wollen. Ich habe gesagt, es ist Frakturschiff des 19. Jahrhunderts. Das heißt, ich gebe hier einfach mal 19 ein, um diese Modellliste hier zu filtern. Finde da auch welche. Ich könnte die jetzt alle nehmen und so zusammen anwenden. Dann werden die Ergebnisse auch besser. Es dauert aber auch länger und eigentlich ist es für den Vortrag jetzt auch nicht wirklich nötig. Deswegen nehme ich mal nur eins und lasse das mal laufen. Man sieht jetzt wahrscheinlich auch schon genau, dass die Fortschrittsanzeigen hier so, ich sag mal, semi-hilfreich sind. Das liegt einfach daran, dass ich eben nur zwei Seiten habe und da mit allem an Prozessorkraft, was mein Laptop so hergibt, draufgehe. Das heißt, der fängt halt an und sagt, okay, jetzt bin ich fertig. Ja, man kann sich aber denken, dass das, wenn man jetzt 200, 300 Seiten hat oder so, dann natürlich ein bisschen sinnvoller abläuft oder ein bisschen aussagekräftiger. Genau, das ist jetzt durchgelaufen. Ich gehe jetzt mal in Larex, um mir das Ganze anzuschauen, mache hier den Text mal ein bisschen besser. Ich kriege also hier, wir werden die anderen Ansichten dann auch noch sehen. Hier ist jetzt mal die synoptische Zeilenansicht. Man sieht also oben die Zeilenbilder und drunter den Text. Für Frakturdrucke des 19. Jahrhunderts haben wir ein ziemlich starkes, gemischtes Modell. Das heißt, hier sollten eigentlich jetzt nicht allzu viele Fehler drin sein. Ich glaube, irgendwo gehen die Trendzeichen hier ein bisschen in die Binsen. Genau hier ist so ein Fehler. Da glaube ich, dass einfach im Modell noch Inkonsistenzen waren. Dasselbe tritt nämlich irgendwo auch genau hier nochmal auf. Ansonsten sollte diese Erkennung aber ziemlich gut sein und ich denke, solche Drucke kann man auf jeden Fall guten Gewissens einfach mal durchlaufen lassen. Das zweite Beispiel, das ich kurz mal zeigen möchte, ist jetzt eine Inkunabel, die ist von, ich glaube, 1494 oder so. Da ist ein weiterer wichtiger Aspekt von OCR for All, neben der Konfigurierbarkeit dann zu sehen, nämlich, dass man quasi jederzeit manuell eingreifen kann mit Larex. Ich muss also hier nichts alles durchlaufen lassen, sondern ich kann auch einfach mal nur den ersten Schritt machen. Ich nehme mal die hier raus, weil ich genau 8 Threads habe. Lass das hier mal kurz laufen. Was man hier jetzt noch kurz zeigen kann, ist, wie gesagt, es sind Kommandozeilen-Skripte. Wir schalten hier auch den Output durch. Wir erwarten nicht unbedingt, dass bei allen Skripten der nicht-technische Nutzer was damit anfangen kann. Es ist aber trotzdem schön, irgendwie ein Feedback zu kriegen. Und das Wichtige ist vor allem auch, und da hoffe ich jetzt wirklich, dass da jetzt heute nichts kommt, es gibt hier diese Fehlerkonsole. Das heißt, wenn irgendwas schief kommt, erscheint es hier auch. Das kann man dann kopieren und einfach an uns schicken. Dann wissen wir auch, was schiefgegangen ist. Jetzt ist gerade Gott sei Dank nichts schiefgegangen. Das heißt, die Vorverarbeitung ist jetzt abgeschlossen. Und jetzt könnte ich also, ich kann dann verschiedene, vielleicht auch extern zum Beispiel, eine Segmentierung laufen lassen und hätte dann die Möglichkeit, da dieser Regionensegmentierungsschritt eben teilweise recht tricky ist, sage ich mal, kann man da jetzt eben einfach mal draufschauen. Ich habe jetzt keine vorherige Segmentierung laufen lassen. Ich schaue einfach so mal rein und gucke, was Larex so tut. Die Idee dahinter ist einfach, wenn bei der Regionensegmentierung was schief geht, dann kann es sein, dass es dann auch völlig in die Binsen geht. Und hier kann ich vielleicht Fehler noch sehr, sehr leicht korrigieren. Wenn dann später, was weiß ich, wie viele Zeilen kaputt sind, wird es deutlich aufwendiger. Wobei man sagen muss, dass hier jetzt, ich habe jetzt hier ein relativ einfaches Werk gewählt, das sollte eigentlich auch so nicht allzu viel kaputt gehen. Es geht aber eher ums Prinzip, sage ich mal. Hier macht jetzt Larex eigentlich auch einen ganz guten Job. Ich habe ja vorhin ziemlich drüber gelästert, sage ich mal. Also hier findet er das Bild schön, hier findet er den Textabschnitt. Ich würde jetzt das auch einfach mal speichern, würde auf die nächste Seite gehen. Das kriegt man natürlich auch noch hin, aber man sieht schon, das ist hier relativ schön getrennt. Es ist schön sauber, das funktioniert also gut. Ich hätte hier jetzt auch Möglichkeiten einzugreifen. Ich kann
semantisch auszeichnen. Also ich kann hier eine Überschrift draus machen, hier kommen dann Seitenzahlen, das kann ich auszeichnen. Ich kann diese Regionen hier natürlich löschen, Punkte verschieben. Ich kann selber irgendwas auszeichnen, mehr oder weniger sinnvoll. Da möchte ich aber jetzt nicht ewig drauf rumreiten. Das glauben Sie mir hoffentlich, dass das funktioniert in so einem Editor. Habe jetzt hier meine zwei Seiten gemacht und wenn ich damit zufrieden bin, kann ich aber wieder sagen, okay, den Rest traue ich dem automatischen Tool dann zu. Dann mache ich jetzt auch mal nur für die ersten zwei Seiten. Soll ich jetzt bitte mit der Zeilensegmentierung und mit der Erkennung weitermachen? Das kennen wir schon, ich muss jetzt wieder ein Modell auswählen. Ist jetzt kein 19. Jahrhundert, deswegen gebe ich hier jetzt einfach mal HIST ein. Fraktur wäre vielleicht cleverer gewesen hier, Fraktur Historical, genau. Und lass das jetzt mal drüber laufen. Da werden wir jetzt gleich sehen, dass die Zeilensegmentierung relativ lange dauert, zumindest bei der zweiten Seite. Das liegt daran, dass jetzt, Sie haben es vielleicht gesehen, wir haben hier zwei große Spalten gehabt. Und was der jetzt macht, ist, er stellt die Regionen nochmal einzeln gerade. Das liegt daran, dass man manchmal Seiten hat, wo links oben die eine Region so verdreht ist und rechts unten die andere Region so verdreht ist. Und wenn ich mir dann nur die ganze Seite anschaue, dann finde ich zwar einen optimalen Geradestellungswinkel, aber der ist dann halt, ja, nicht für jede Region wirklich optimal. Wenn man das einzeln macht, kriegt man im Normalfall bessere Ergebnisse. So, dann ist er durch. Wir gucken nochmal schnell ins Tool. Ich gehe mal auf die zweite Seite. Die erste ist nicht so wahnsinnig spannend. Hier auch vielleicht nochmal in die Übersicht. Also auch hier an dieser Stelle ist es jetzt nach wie vor so, dass ich eigentlich alles korrigieren kann, was ich so möchte. Also wir sind hier auf der Regionen- bzw. Segmentebene. Ich kann auf die Zeilenebene gehen, da sehe ich dann die Zeilenregionen, die rausgekommen sind. Ich kann auf der Textebene in zwei verschiedenen Ansichten korrigieren. Das hier ist die eine. Ich kann also hier einzelne Zeilen durchgehen. Das sieht jetzt erstmal ganz hilfreich aus. Ich denke aber, dass die andere Ansicht besser ist. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt tatsächlich bedeutet, weil ich eigentlich selber nie damit korrigiere und arbeite, aber ich finde die andere einfach schöner. Das ist nämlich die hier. Finde ich einfach übersichtlicher. Man sieht auch mehrere, man kann leichter drüber scannen quasi. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Korrekturen bzw. Pseudokorrekturen vornehmen. Ich bin mir noch halbwegs sicher, dass das ein V ist, wobei es natürlich auch ein U sein kann, aber ich weiß, dass es von heißen soll. Speichere das einfach mal ab. Jetzt ist es grün. Und jetzt mache ich einfach noch ein paar, wie gesagt, Pseudokorrekturen, die Sie vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten können, einfach weil ich noch was zur Fehleranalyse quasi zeigen will. Also ich mache jetzt hier einfach mal ein Add rein. Ist natürlich falsch. Ich lösche hier mal, was lösche ich denn mal raus? Das H hier. Und hier füge ich noch irgendwas ein. Und zwar hier drüben, habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt, gibt es das virtuelle Keyboard. Also das sind dann halt Zeichen, die vielleicht nicht jeder auf seiner richtigen Tastatur hat. Und dann nehme ich jetzt mal irgendwas ganz Wirres, sowas hier zum Beispiel. Steht wahrscheinlich für Que oder so, ich weiß es nicht. Genau, jetzt speichere ich das mal ab. Und gehe raus und was kann ich damit jetzt machen? Also zum einen könnte ich neue Modelle trainieren, das machen wir jetzt aber nicht live, weil es dauert ein bisschen. Ich kann aber auch evaluieren und ich kann hier auch mal wieder groß machen. Evaluieren bedeutet also, ich gleiche jetzt die Erkennung mit der Ground Truth ab, also mit meinen Korrekturen. Die sind jetzt hier natürlich nicht sonderlich sinnvoll. Das heißt, diese Zeichenfehlerrate, CER, sehen wir später noch, von 4%, die hat natürlich erstmal keine Aussagekraft. Wieso ich es aber schon mal zeigen wollte, ist, weil es eine sogenannte Konfusionstabelle gibt. Also die zeigt mir hier, GT, was hätte rauskommen sollen. Threat ist die Prediction, was hat er vorhergesagt? Und dann, wie oft ist das aufgetreten? Und wenn man jetzt vernünftige Korrekturen hat, sehen wir später auch noch, kann man da ablesen, was das Modell schon kann und was es noch nicht kann. Und Sie sehen jetzt hier auch, hier unten ist mein V, hier ist mein Add. Meine Standard-Browser-Schrift kann dieses komische Zeichen nicht anzeigen. Und hier ist das H, das sich vorhin rausgelöscht hat. Also das ist so das Prinzip dahinter. Gut, das war die erste Live-Demo. Soweit hat alles funktioniert. Ich gehe mal zurück in die Folien. Da ich Sie nicht sehe, bitte schreien, falls Sie jetzt nicht die Folien sehen, weil ich mache jetzt einfach mal weiter. Jetzt kommen noch die beiden Evaluationen. Ich sehe auch gerade, dass ich schon fast 5 Minuten länger spreche, als ich an der Stelle eigentlich vorhatte. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen länger Zeit.
Genau, die erste Evaluation bezieht sich eben noch auf Drucke, nämlich Frühdrucke bis 1600. Ich habe vorhin schon gesagt, das Ganze ist so ein bisschen aus dem Narragonien Digital, also aus einem Nanschiff-Projekt entstanden, wird jetzt auch noch so ein bisschen weitergeführt im Camerarius-Digitalprojekt. Deswegen sind das eben so die Werke, die wir da evaluiert haben. Es gab da extrem hohe Anforderungen an das Ergebnis. Ich war zum Teil auch nicht der allergrößte Fan davon, aber für diesen Anwendungsfall hat es Sinn gemacht. Es wurde nämlich bereits auf Layout-Ebene alles ja letztendlich quasi perfekt ausgezeichnet. Also es musste eine fehlerfreie Segmentierung sein, Reading Order und vor allem semantische Auszeichnung. Also Sie sehen hier drüben die verschiedenen Farben. Wir haben hier Zwischenüberschriften und ja, keine Ahnung was noch. Das musste also alles mit rein und das wurde später auch wieder, das konnte man während der OCR quasi mitmachen und später floss es dann wieder in das Endergebnis der Edition zurück, also so diese Auszeichnung, was ist eine Marginalie und so weiter. Ja, da es wie gesagt um eine Edition ging, brauchten wir letztendlich fehlerfreien Text. Wir hatten aber in der Evaluation nicht unbedingt Lust dazu, Hiwis zuzuschauen oder zu stoppen, diese hunderte Seiten durchkorrigieren. Das heißt, wir haben erstmal gesagt, erstellt mal Trainingsdaten, trainiert Modelle und guckt mal, dass er eine Fehlerrate, eine Zeichenfehlerrate von unter 1%, möglichst aber noch ein ganzes Stück besser erreicht. Und dann gucken wir mal weiter. Was noch wichtig ist, ist, das Ganze wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Wir haben hier diese unerfahrenen Nutzer und als Vergleichsgruppe dann eben erfahrene Nutzer, die schon entsprechende OCR4All-Erfahrung hatten. Hier eine kurze Übersicht über so ein paar Beispiele. Also da waren welche mit sagen wir mal, relativ einfachen Layout dabei. Die Sache ist allerdings, ich habe es gerade schon angesprochen, diese semantische Auszeichnung auf Layout-Ebene, da macht man sich dann halt ja das Leben auch selber ein bisschen schwer. Da ist nämlich dann das Ergebnis nicht einfach irgendwie ein Textblock oder so, sondern das muss dann so aussehen. Das Ganze wird dann noch ja fast schon absurd, wenn es dann mal zu den nahen Schiffen geht. Hier haben wir dann nämlich in der Kopfzeile schon allein drei verschiedene Regionen und auch hier unten. Ja, also es ist insgesamt nicht ganz einfach. Es geht teilweise auch sehr eng zu, es ist sehr komplex. Hier mal nochmal eine andere Seite von dem Beispiel, das wir vorhin schon hatten. Auch hier wieder, es geht sehr eng zu. Man hat Zwischenüberschrift, man hat was weiß ich was noch alles. Und da sieht man, denke ich schon, das geht nicht, ohne da einen gewissen manuellen Aufwand zu betreiben. Vor allem eben, wenn der Anspruch ist, dass das Ganze dann fehlerfrei ist. Ja. Das Ganze war, wie gesagt, eine sehr umfangreiche Evaluation. Ich versuche jetzt einfach mal so die wichtigsten Ergebnisse in einer Tabelle wiederzugeben. Vielleicht konzentrieren wir uns erstmal auf die ersten beiden Zeilen. Es ist hier jeweils nach unerfahrenen und erfahrenen Nutzern aufgeteilt. Wir haben jeweils die Mittelwerte berechnet und manchmal dann auch noch die Standardabweichung angegeben. Das Wichtigste ist erstmal die erreichte Zeichenfehlerrate. Die lag nämlich bei beiden etwas unter 1,5%. Das heißt also, dass im Schnitt nur noch jedes 200. Zeichen falsch war. Damit man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, habe ich hier mal dieses Bildchen mitgebracht. Hier sehen wir also vier Fehler. Das entspricht einer Zeichenfehlerrate von 0,6%. Wenn wir uns einen davon wegdenken, sind wir bei 0,45%. Dann sind wir ziemlich genau da, was im Schnitt bei der Evaluation rausgekommen ist. Und man sieht, denke ich schon, das ist eigentlich eine ganze Menge Text und dann nur drei Fehler, da ist dann auch schon einiges richtig, sage ich mal so. Also das hatten wir so tatsächlich nicht erwartet, weil es doch ja sehr altes und dementsprechend anspruchsvolles Material war. Da waren wir also sehr zufrieden damit. Womit wir auch sehr zufrieden waren, ist, dass wirklich die Ergebnisse hier in den ersten beiden Zeilen, die die unerfahrenen Nutzer und die erfahrenen Nutzer erreicht haben, quasi identisch sind. Ich meine, man hat größere Schwankungen, das ist klar, aber im Schnitt kam da fast dasselbe raus. Das hatten wir uns so erhofft, das heißt nämlich, dass die auch die unerfahrenen Nutzer mit OCR4All prinzipiell mal gut klargekommen sind, also die sind zum Ziel gekommen. Es war jetzt auch nicht so überraschend, sage ich mal, weil eigentlich, was die Nutzer hier wirklich können müssen, ist ja korrekt zu transkribieren, denn dadurch entstehen die guten Modelle und man kriegt eine niedrige Fehlerrate. Und das können die unerfahrenen Nutzer natürlich auch, weil sie einfach das notwendige philologische Hintergrundwissen hatten. Dass das sich dann trotzdem so schön in den Werten bestätigt hat, war dann trotzdem nicht ganz so zu erwarten. Was man aber natürlich, und jetzt sind wir bei den unteren beiden Zeilen, was man hier sieht, ist, dass die erfahrenen Nutzer ein ganzes Stück effizienter sind, also schneller sind. Wir haben also einmal die Korrekturzeit pro Zeile und einmal die Segmentierungszeit pro Seite erfasst. Und da sieht man also jeweils ungefähr einen Faktor 2, den die erfahrenen Nutzer dann noch
rausholen konnten, was also wiederum zeigt, dass es da eine gewisse Lernkurve gibt, dass man also mit der Zeit schon noch um einiges schneller werden kann. Insgesamt aber, wie gesagt, war das damals ja ein sehr schönes Ergebnis für uns. So, jetzt kommen wir dann, sagen wir mal, endlich, also vorneweg waren ja ganz viele Sachen, die sich sowohl auf Drucke als auch auf Handschriften bezogen. Jetzt geht es mal nur um die Handschriften, um die HTR. Wir haben also schon, ja auch die letzten Jahre schon öfters immer mal Rückmeldung bekommen, dass jemand gemeint hat, Mensch, ich habe mit OCR4All Handschriften bearbeitet und das hat ja irgendwie schon funktioniert, so in etwa. Wir haben es aber selber nie so wirklich mal systematisch oder halbwegs systematisch evaluiert, weil uns einfach der Anwendungsfall so ein bisschen gefehlt hat und wir ja auch anderes zu tun hatten. Das hat sich jetzt aber geändert. Also wir haben immer noch anderes zu tun, aber wir haben jetzt einen konkreten Anwendungsfall und das ist eben das Projekt Kindheit Jesu hier an der Uni Würzburg, geleitet von Stefan Tomasek, der auch, also vorhin habe ich ihn zumindest mal gesehen, ich hoffe, er ist auch immer noch da. Falls es also irgendwelche, ich sag mal, philologischen Fragen gibt, kann der gerne auch reingrätschen. Und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal bei der ganzen Projektgruppe bedanken, die also in den letzten Wochen und vor allem auch in den letzten Tagen und am Wochenende da noch einiges investiert haben. Hier nochmal kurz zum Fokus, das ist letztendlich das, was ich auf der Zielefolie am Anfang schon geschrieben habe, mittelalterliche deutschsprachige literarische Handschriften und es steht eben so dieser praktische Ansatz, die praktische Vorgehensweise im Vordergrund. Dann noch kurz zum Material, da werde ich jetzt größtenteils quasi gar nichts dazu sagen, weil, also bei Drucken habe ich so das Gefühl, dass ich mittlerweile relativ fundiert was zum Material sagen kann. Hier ist das noch nicht der Fall. Also ich könnte Ihnen das jetzt vorlesen, aber das hilft, glaube ich, nichts. Ich denke, dass Sie da besser Bescheid wissen als ich und sich da einfach selber mal ein Bild machen können. Gleich gibt es auch noch Bildchen. Was mir lediglich wichtig ist, ist, dass wir hier eben zwei verschiedene Schriften haben und dass es ein Ausgangsmodell gibt. Ich habe es gleich auf der zweiten Folie oder so am Anfang gesagt. Es gibt gemischte Modelle, da haben wir uns hier auch eins trainiert. Es gab also neben diesen Werken hier noch 6 weitere, die wir dann einfach mal zusammen trainiert haben. Das war, ja, ist jetzt nicht das ideale gemischte Modell. Es enthielt nur eine der beiden Schriften. Die Transkriptionsrichtlinien waren nicht dieselben wie hier, was suboptimal ist, sage ich mal. Aber wir haben gesagt, wir nehmen es einfach trotzdem, weil eigentlich ist es immer besser als von null anzufangen. Hier sehen wir jetzt mal ein paar Bildchen dazu. Das ist also jetzt die eine Schriftengruppe quasi. Das sind noch die so ein bisschen schöneren. Hier sind dann die Bastarden. Ich würde jetzt mal argumentieren, dass wir uns nicht unbedingt die allereinfachsten ausgesucht haben. Das ist also zum Teil hat man viel Schmutz. Das sieht man jetzt hier nicht unbedingt. Man sieht aber einen erheblichen Durchschlag. Das hier drüben, wenn man näher ran, das ist ein unfassbares Geschmier, muss man wirklich sagen. Komisch, aber wir haben es einfach mal probiert. Und wir haben als erste Experimente einfach mal, wie gesagt, es lagen ein paar Seiten von diesen Werken vor. Wir haben die dann in ein Trainingsset und in ein Evaluationsset aufgeteilt, haben dann schon festgestellt, oh je, wir haben ja teilweise fast überhaupt keine Zeilen. Also hier 100 Zeilen für ein Training, für eine neue Schrift ist tatsächlich nichts. Und haben dann einmal eben, dieses FS steht für From Scratch, das heißt, wir haben wirklich ohne vortrainiertes Modell ein eigenes Modell trainiert und das angewendet. Und hier dieses PT steht für Pre-Training, da haben wir eben das gemischte Modell, über das ich gerade so viel gemeckert habe, als Ausgangspunkt genommen und da kamen dann diese Ergebnisse raus. Und genau hier eben wieder die Zeichen Fehlerrate. So. Dieser Druck-OCRler, wie ich hier geschrieben habe, das bin ich und ich muss sagen, wir haben es ja gerade gesehen, so 0,5% Fehler oder so, das ist so das, was ich immer gern sehen möchte oder vielleicht noch besser, das gab es hier natürlich erstmal nicht und da habe ich mir erstmal gedacht, okay, habe ich mir jetzt eigentlich mehr erwartet, da haben mich aber dann Stefan und Max relativ schnell eingefangen und ich denke, sie hatten da auch recht, also man konnte hier an dieser Stelle wirklich nicht mit besseren Ergebnissen rechnen. Es ist ein neues Material, es ist schwieriges Material, wobei schwierig immer relativ ist. Es ist, und das ist fast das Wichtigste, es ist extrem wenig Ground Truth. Also wie gesagt, hier so 100 Zeilen, 140 Zeilen, das ist eigentlich gar nichts. 101 Zeilen entspricht hier wahrscheinlich 2 Seiten oder so.
Und das Ausgangsmodell ist eigentlich, wie gesagt, andere Transkriptionsrichtlinie und nur die eine Schrift drin, nicht unbedingt das, was man haben möchte. Man sieht aber trotzdem, dass hier dieses Pre-Training trotzdem ganz erheblich was bringt. Also es wird überall besser als ohne Pre-Training, als hier in dieser, Spalte. Teilweise wird es sogar erheblich besser. Und was man eben auch noch sieht, ist, dass die gotischen Buchschriften hier oben insgesamt besser erkannt werden als die Bastarden. So, das war so das erste Experiment, wo wir einfach mal drauf losgeworfen haben und geguckt haben und haben dann eben gesehen, was vielleicht alles noch so ein bisschen Probleme sein könnten. Dann sind wir ein bisschen systematischer rangegangen und haben uns halt gefragt, was passiert denn, wenn man mehr Ground Truth hat. Also wir haben immer noch das gescholtene Ausgangsmodell genommen, aber haben einfach mal mehr Ground Truth produziert. Dafür haben wir uns zwei Handschriften ausgewählt, gotische Buchschrift, hier den Wernher. Und haben da dann einfach weiter Ground Truth produziert, und zwar mit Hilfe, damit der Begriff mal gefallen ist, mit Hilfe des iterativen Trainingsansatzes. Das heißt also letztendlich, ist auch wieder, denke ich, relativ intuitiv. Man hat eben ein Ausgangsmodell, das vielleicht nicht sonderlich gut ist. Man wendet das auf ein paar Seiten an, korrigiert das dann. Da braucht man noch relativ lange dafür, weil die Fehlerrate sehr hoch ist. Dann trainiert man ein neues Modell, wendet das auf mehr Seiten an. Da ist die Erkennung dann hoffentlich schon deutlich besser. Das heißt, man kann schneller korrigieren, trainiert ein neues Modell und so weiter. Genau, und das Gleiche haben wir dann noch mit meinem zweiten Werk gemacht. Das kam jetzt neu hinzu, einfach weil wir da gemerkt haben, da gibt es schon ein bisschen was an Transkriptionen, deswegen haben wir das genommen und haben dann eben, genau wie das hier oben, das mit OCR4All weiter ausgebaut. Hier nochmal ein paar Bildchen, von dem Wern her haben wir ja schon eine Seite gesehen, hier nochmal eine zweite. Da ist mir dann auch aufgefallen, dass dass das ziemlich verblasst ist. Wie heißt es denn, dass der Kontrast sehr niedrig ist zum Teil. Hier haben wir auch mal so einen schönen Fleck, also sowas kommt öfters vor. Und hier bei dem welschen Gast, ja, also man hat so ein paar Verfärbungen, das ist, denke ich, nicht so schlimm. Es ist aber, wie gesagt, hier wieder meine professionelle Einschätzung, wieder ein ziemliches Geschmier. Ich würde also auch hier wieder argumentieren, dass wir uns nicht unbedingt die aller einfachsten Anwendungsfälle ausgesucht haben. So, dann haben wir jetzt hier die nächsten Ergebnisse, kurz zu den Tabellen. Hier oben ist also der Wernher, hier unten der welsche Gast. Wir haben hier jeweils die Iterationen, wie gerade erläutert. Hier steht jeweils, mit wie vielen Seiten trainiert und mit wie vielen Zeilen trainiert wurde. Und evaluiert, hier hinten sieht man dann die Fehlerrate, wurde jeweils auf denselben zwei Seiten, dass es eben vergleichbar ist über die verschiedenen Iterationen. Iteration 0 ist das gemischte Modell, weil ich eben auch zeigen wollte, wieso ich immer so viel drüber gemeckert habe. Hier oben kann man es vielleicht noch so halbwegs durchwinken. Also 11% ist, ist jetzt noch nicht so super hilfreich, sage ich mal, aber es sind immerhin nur 11%. Hier unten dagegen ist halt einfach fast jedes zweite Zeichen falsch. Also es ist völlig unbrauchbar. Aber, und das macht es eigentlich fast noch beeindruckend, dass das dann so schnell funktioniert hat, obwohl das Ausgangsmodell so schlecht war. Es gibt ganz schnell erhebliche Steigerungen. Also hier drei Seiten, 72 Zeilen, wie gesagt, das ist nichts. 72 Zeilen sind gar nichts. Landen wir schon bei 3,62% und es wird dann auch immer besser. Hier unten genauso. Insgesamt scheinen diese Bastarden schwieriger zu sein. Das hätte ich jetzt tendenziell auch so erwartet. Also es sieht irgendwie schwieriger aus. Aber auch hier sieht man eben deutliche Verbesserungen und landet hier dann eben auch bei knapp über 3%. Und was hier tatsächlich wichtig ist und auch Hoffnung macht, einfach ist dieser Verlauf. Denn also man sieht schon, man benötigt immer, wie erkläre ich es denn, man benötigt immer mehr Ground Truth, um dieselben Verbesserungen um immer geringere Verbesserungen zu erzielen. Das ist so ein gewisser Sättigungseffekt, sage ich mal. Der ist aber hier noch, also der ist erstens mal ganz normal und zweitens ist er hier aber noch nicht so schlimm. Also was schlimm wäre, wenn wir von dieser Iteration auf diese Iteration hier nicht bei 2,07 landen würden, sondern vielleicht bei 2,61. Und das wird irgendwann kommen. Also dass man wirklich dann Seite um Seite reinpulvert und einfach nicht mehr wirklich vorwärts kommt. Das kommt irgendwann. Diese Sättigung kommt irgendwann. Aber wir sind noch lange nicht da, weil wir hier noch einen ganz erheblichen Sprung drin haben. Das macht also so für die weitere Verarbeitung doch ganz schön Hoffnung, wie ich finde. Genau, dann sind wir schon. Ach nee, halt, hier wollte ich noch mal kurz was zeigen. Ich schau mal schnell auf die Uhr. Ich gehe hier mal kurz zu den Handschriften. Der Einfachheit halber habe ich die vier Evaluationsseiten aus den beiden Werken einfach mal in ein
Projekt geworfen. Was wollte ich jetzt zeigen? Hier. Genau, da haben wir hier zum ersten Mal, ich gehe vielleicht erstmal hier rüber, haben wir den welchen Gast. Da möchte ich kurz was zur Segmentierung zeigen. Da haben wir nämlich gleich noch, sage ich später auch noch was dazu im Ausblick, eine automatische Segmentierungsmethode getestet, die hier eigentlich, also hier sieht man die Regionensegmentierung, gut, das war jetzt nicht so triumphal schwierig, aber hier die Zeilen wurden dann auch wirklich schön sauber rausgelöst. Also das war eigentlich sehr positiv, das haben wir einfach durchlaufen lassen. Und wenn man sich jetzt mal den Text anschaut, ich mache hier mal alles ein bisschen größer, auch das hier mal ein bisschen größer. Und dann brauchen wir noch die Erkennung. Und dann schalte ich noch auf Grau, dann erkennen Sie ein bisschen mehr. Hier sieht man jetzt also immer das Bild, die Erkennung und in Grün dann die Ground Truth, also was erkannt werden hätte sollen, wobei wir das hier zum Beispiel schon mal nicht so wirklich eingeht, aber da habe ich jetzt tatsächlich keine Ahnung davon. Und ich würde Sie jetzt einfach mal so kurz drauf schauen lassen, dass Sie so einen groben Eindruck bekommen. Normalerweise weise ich jetzt immer auf irgendwas hin, aber ich blicke hier einfach nicht wirklich durch. Aber wir wissen ja, dass die Fehlerrate hier bei ungefähr 3% liegt, das heißt tendenziell, ja, sollte hier schon halbwegs viel richtig sein. So, dann gehen wir noch kurz zum welchen Gast. Springe ich mal hier rüber. Da haben wir jetzt auch wieder diese Triple-Zeilen-Synopse. Ja, auch hier wieder können Sie vielleicht so ein bisschen drüber gucken, ob Ihnen was, ja, was auffällt oder wie eben so der Gesamteindruck ist. Hier muss man zur Segmentierung dann sagen, ich gehe mal kurz hier auf die Segmentebene, da ist also das Layout nicht sonderlich schwer an vielen Stellen durch diese durch diesen niedrigen Kontrast oder an anderen Stellen auch durch Verunreinigung, gab es aber zum Teil so ein bisschen Probleme bei der Zeilensegmentierung, weswegen wir uns, weil wir eben im Moment auch so ein bisschen Ground Truth Corpus aufbauen, dazu entschieden haben, dass da die zuständige Hilfskraft einfach am Anfang so ein bisschen hilft und einfach mal sagt, guck mal, hier ist der Text. Also da investiert man ein paar Sekunden, um diese Textregion aufzuziehen und dann funktioniert also die Zeilensegmentierung hier auch ganz wunderbar. Das war hier, denke ich, für unseren Anwendungsfall sinnvoll, diese paar Sekunden pro Seite zu investieren. Genau. Dann das letzte Mal. Dann wollte ich noch kurz, wir haben ja vorhin schon gelernt, was Konfusionstabellen sind. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Zuerst mal für den welchen Gast. Berechne ich jetzt mal für die zwei Seiten, da hatten wir eine Genauigkeit, eine Fehlerrate von 3,21, die sehen wir hier jetzt wieder. Und hier sieht man jetzt eben die häufigsten Konfusionen. Relativ typisch, zumindest wenn die Modelle schon ein bisschen was gelernt haben, ist, dass hier zum Beispiel Leerzeichen übersehen werden. Dann hat man hier so Fehler wie, ja, hier fehlt ein Diakritikum. Hier, das erkennt man nicht so gut, als die Darstellung tatsächlich auch suboptimal ist, mir jetzt erst aufgefallen. Das ist, glaube ich, dieser, ich meine, es heißt ER-Haken. Wissen Sie wahrscheinlich auch wieder besser. Hier haben wir ein I mit I-Punkt, hier haben wir eins ohne, hier haben wir einen kurzen Strich über ein E, hier haben wir einen langen Strich über das E. Das sind natürlich alles Fehler, aber es geht schon viel auch in die Richtung, wo man sagt, das ja, kann man so ein bisschen nachvollziehen, wieso das schief geht. Also der macht auch schon so einiges richtig. Dann machen wir das Ganze auch noch kurz für das andere Werk. Für den Werner. Genau, da hat man die Fehlerrate von 2,07. Und hier sieht man jetzt ganz schön, dass das Modell einfach schon so ein bisschen weiter ist, sage ich mal. Das ist also ganz typisch, dass ich hier diese Leerzeichenfehler, also hier haben wir wieder ein übersehenes Leerzeichen und hier haben wir ein zu viel erkanntes Leerzeichen, dass die so den Hauptanteil der Fehler ausmachen. Und dass auch diese gesamte Verteilung so ein bisschen kopflastiger wird quasi. Also man sieht, das ist die letzte Spalte hier, diese beiden Leerzeichenfehler sind für knapp ein Drittel aller verbleibenden Fehler verantwortlich. Darunter kommen dann so Sachen wie ein Punkt übersehen oder hier wieder so ein Diakritikumfehler. Ich würde es aber jetzt hier tatsächlich auch nicht überinterpretieren, weil man sieht hier unten, das sind einfach dann Fehler, die auch nur einmal auftreten. Also das da müsste man vielleicht dann auch mal ein paar mehr Seiten evaluieren, dann würde aber, also diese Kopflastigkeit würde mit großer Wahrscheinlichkeit genauso bestehen bleiben. Gut, dann kommen wir schon zum letzten Abschnitt. Ich glaube, ich werde ja doch 5 bis 10 Minuten überziehen, es tut mir leid. Erstmal noch so eine grobe allgemeine Zusammenfassung. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, dass das OCR for All doch schon relativ flexibel einsetzbar ist.
Wir hatten also diese vollautomatische Erfassung von einem Frakturroman des 19. Jahrhunderts. Wir hatten diese umfangreiche Evaluation auf den Inkunabeln und den Drucken aus der frühen Neuzeit mit der entsprechend den hohen Anforderungen. Und da möchte ich also auch nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass man eben, wenn es darum geht, welche Ergebnisse man erreichen kann und welcher Aufwand dafür notwendig ist, dass das eben, muss man sich immer so ein bisschen vorhalten, mit welchem Material habe ich es zu tun, das ist, denke ich, klar. Und was die erste Evaluation hoffentlich gezeigt hat, was auch ganz wichtig ist, sind die Nutzeranforderungen, Stichwort semantische Auszeichnung auf Layout-Ebene. Dann hier unten so ein bisschen Richtung HTR. Ich fühle mich in meiner These so ein bisschen bestätigt, dass es methodisch zwischen OCR und HTR doch ziemliche Überlappungen gibt, weil eigentlich ließ sich dieser Workflow, den wir ursprünglich für Drucke entwickelt hatten, doch halbwegs problemlos auf Handschriften übertragen. Wie gesagt, die Fehlerraten sind insgesamt höher, es ist anspruchsvoller, wir haben noch ein paar Hürden, das sehen wir auch gleich nochmal. Insgesamt würde ich aber die Ergebnisse auf jeden Fall als vielversprechend bezeichnen. Jetzt nochmal so ein bisschen genauer auf die HTR eingegangen und auch den Vortragstitel nochmal aufgegriffen, also Möglichkeiten und Grenzen. Ich dachte, ich zeige jetzt einfach nochmal so ein bisschen aufgedröselter, was meines Erachtens gut ist und wo es noch Potenzial oder Luft nach oben gibt. Die Workflow-Schritte, die schon gut abgedeckt sind, sind zum einen die Vorverarbeitung. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Wir haben vorhin dieses Beispiel gesehen mit dem sehr, sehr schwachen Kontrast. Das hat also trotzdem wunderbar funktioniert. Da gibt es aber trotzdem vielleicht noch Methoden, die ein bisschen noch besser sind und die wollen wir also dann auch zeitnah zur Verfügung stellen. Dann kann man sich einfach das jeweils Beste raussuchen. Wo ich mir gar keine Gedanken mache, ist alles, was so an der Texterkennung dranhängt und eben auch das Training. Da denke ich, dass wir mit Calamari hervorragend aufgestellt sind. Und das war jetzt kein Schwerpunkt dieses Vortrags und wird es auch nicht werden. Ich möchte es auch kurz mal erwähnen, dass hier die technischen Möglichkeiten noch nicht ausgereizt sind. Also wir sind noch nicht mal auf der neuesten Version in OCR for All. Und man könnte eben noch, ich sag mal, an den Parametern drehen. Man könnte Rechenleistung gegen Genauigkeit eintauschen oder sich Genauigkeit durch Rechenleistung erkaufen. Das haben wir hier allerdings nicht gemacht. Das war so Bockstandard OCR for All, sag ich mal. Genau, dann noch kurz zu Larex. Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass ich denke, dass das eigentlich mittlerweile sehr, sehr mächtig ist und wir da viel Zeit investiert haben. Das, denke ich, hat sich auch hier gezeigt. Also was so die manuelle Nachkorrektur und so weiter angeht, sind wir also, denke ich, auch da sehr gut aufgestellt. So, was funktioniert da noch nicht so gut oder was? Und ich habe es jetzt hier größte Desiderate genannt. Es ist zum einen die Segmentierung und zum anderen das gemischte Modell. Ich glaube, auf beiden bin ich schon eigentlich genug herumgeritten, aber ich investiere trotzdem nochmal jeweils eine Folie in beides. Bei der automatischen Segmentierung bin ich sehr positiv gestimmt, weil es einfach ein paar vielversprechende und vor allem eben trainierbare, das ist wichtig, Lösungen gibt. Wir haben hier zum einen eine Lösung hier am Würzburger Lehrstuhl für künstliche Intelligenz. Und zum anderen gibt es auch noch Kraken, kennt man vielleicht auch schon, ist also auch eine OCR, denn Sie sehen vielleicht so ein gewisses Motto, sage ich mal. Es gibt Okropus, es gibt Calamari, es gibt Kraken. Und da gibt es also auch eine, meines Erachtens, extrem vielversprechende Segmentierung. Und durch den Grundansatz von OCR for All sind wir jetzt also in der angenehmen Situation, dass wir gar nicht irgendwie evaluieren müssen und entscheiden müssen, was davon jetzt besser ist, sondern wenn wir den Eindruck haben, dass das beides sinnvoll ist, dann binden wir einfach beides ein und die Nutzer können dann eben sich für ihren konkreten Anwendungsfall einfach das hernehmen, was sie für am sinnvollsten halten. Hier, das habe ich gleich vorhin in Larex schon angesprochen, war so dieser Alpha-Test, nenne ich es mal, beim welchen Gast haben wir also diese Würzburger Lösung hier mal angewendet. Da auch nochmal Dankeschön an den Norbert, den zuständigen Mitarbeiter da. Bei den Trainingsdaten bin ich jetzt nicht so optimistisch, aber eigentlich auch schon zumindest ein bisschen. Also wir brauchen einfach ein möglichst umfangreiches und gerne auch heterogenes Ground-Truth-Korpus für die gemischten Modelle. Heterogen, also es darf ruhig sehr breit aufgestellt sein. Man kann es dann später immer noch spezialisieren, zum Beispiel nach Schrifttyp oder wenn man ganz viel hat, auch noch nach Schreibern. Die Frage ist so ein bisschen, wie kommen wir an die Trainingsdaten ran? Da gibt es prinzipiell verschiedene Herangehensweisen. Zum einen gibt es frei verfügbare
Ressourcen, ein paar haben wir auch schon gefunden. Es ist nur manchmal nicht ganz so einfach, die dann auch wirklich einzusetzen. Da geht es um Formate, Transkriptionsrichtlinien, haben wir vorhin schon gehört, aber prinzipiell wird da schon noch was kommen. Es gibt ja jetzt hier zum Beispiel bei diesem Transkribaton, wird ja auch einiges rauskommen. Das werden wir uns also auf jeden Fall auch ganz genau anschauen. Dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, sich selber was zu erarbeiten. Das haben wir jetzt letztendlich auch schon gemacht. Und wir werden also diese Evaluationen jetzt auch noch weiterführen. Und letztendlich ist das halt alles Ground Truth, was dann auch in dieses Korpus für das gemischte Modelltraining wandern wird. Der dritte Punkt, der liegt so ein bisschen dazwischen und der ist mir auch selber noch nicht so ganz klar, wie man da am besten vorgeht, aber ich möchte es hier einfach mal so ein bisschen in die Runde geben quasi, dass man eben vielleicht kooperiert, dass man ja Community-Aktivitäten, habe ich mal mit reingeschrieben, vielleicht hier für die Lehrveranstaltungen mal ein Beispiel. Wir hatten also vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, ich glaube 2019 war es, ein Seminar mit der HU Berlin, ging es gleich um Korpuslinguistik oder sowas und da sollten einfach, ich glaube, 12 Werke, Kräuterbücher erfasst werden und durchkorrigiert werden. Und da haben wir dann eben, wir haben eine Instanz aufgesetzt, wir haben unsere GPU-Server fürs Training zur Verfügung gestellt und haben eben immer so ein bisschen mitgeholfen, sage ich mal. Und die Studierenden konnten da von Berlin auf unseren Servern arbeiten. Und als Gegenleistung haben wir am Schluss dann eben die Ground Truth bekommen, haben das in unsere gemischten Modelle mit rein trainiert und haben dann diese Modelle wieder frei zur Verfügung gestellt. Also sowas wäre denkbar oder ganz allgemein, wenn Sie irgendwie vorhaben, mal jetzt ein paar Handschriften eigenständig zu bearbeiten, vielleicht einfach mal Bescheid geben, vielleicht können wir was machen. Also wir haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen, sage ich mal, aber ins Gespräch kommen schadet ja zumindest schon mal nicht. Genau, dann haben wir die letzte wirklich inhaltstragende Folie. Noch so kurz ein paar allgemeine Entwicklungen oder Planungen für die Zukunft, was jetzt relativ zeitnah kommen soll, also wir reden so von den nächsten Wochen, ist eine oder vielleicht auch mehrere weitreichend überarbeitende Versionen. Da möchte ich jetzt nicht in die Details angehen, weil es teilweise ein bisschen nerdig ist, sage ich mal, aber es wird sich auf jeden Fall da einiges extrem verbessern, was Stabilität und Flexibilität angeht. Richtig los geht es dann ab Juli. Das freut mich auch jedes Mal wieder, das zu erzählen. Unser OCR for All Libraries, was ja gleich am Anfang in der Vorstellung schon erwähnt wurde, Projekt ist genehmigt worden. Das wurde also in der dritten OCRD-Phase gestellt. OCRD sagt hoffentlich den meisten was. Wenn nicht, bitte mal googeln. Und genau, der Fokus wird da also drauf liegen, diese OCRD-Lösungen in OCR for All oder über OCR for All zur Verfügung zu stellen, über die GUI, und dann hat man einfach ganz neue Möglichkeiten. Man hat dann für jeden Workflow-Schritt mehr Möglichkeiten und das macht es natürlich insgesamt sehr viel attraktiver. Der Fokus des Projekts liegt auf der Massenverarbeitung, aber ich bin da überzeugt, dass es ganz viele sehr angenehme Effekte auch für die Verarbeitung von Handschriften oder eben zum Beispiel auch Inkunabeln geben wird. Längerfristig wichtiges Thema ist kollaboratives Arbeiten, Projektnutzer- und Taskverwaltung ist da ein wichtiger Punkt oder auch Ressourcenmanagement. Und dann gibt es einige so, sagen wir, mittelgroße Punkte, die immer irgendwie wichtig sind. Das ist Qualitätsanalyse, Nachkorrektur, noch ein bisschen optimieren. Und was für uns immer extrem wichtig ist, ist natürlich das Thema Usability, wo jetzt auch relativ viel nochmal investiert werden wird. Genau, dann allerletzte Folie, da eigentlich nur nochmal der Aufruf quasi. Sie können es natürlich gerne ausprobieren und das Wichtigste auf der Folie, wenn irgendwas nicht klappt, bitte, bitte, bitte melden Sie sich bei dieser E-Mail-Adresse und schmollen Sie nicht und sagen Sie, Mensch, ich bin offensichtlich zu doof dafür. Es geht manchmal einfach was schief und wir sind einfach auf dieses Feedback angewiesen. Wir sind auch nicht aus Zucker, wir können auch Kritik vertragen, aber so ein bisschen, und das ist hier der letzte Satz quasi, immer dran denken, das ist umsonst, wir stellen es zur Verfügung und es ist wahrscheinlich noch nicht perfekt, wir arbeiten aber dran. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.